Wie kann ich denn das Wasser abstellen? Komme ich vielleicht irgendwie hier hoch? Nee, sieht nicht so aus. Ach, da oben ist ein Knopf. Das wird das Wasser wahrscheinlich ausschalten. Genau. Ja. Schwein gehabt. Das war ziemlich knapp. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor- und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Nee. Dahin. So. Wenn ich jetzt das orangene Portal nutze, müsste ich eigentlich aus dem blauen rausgeschleudert werden. Genau, dann dagegen, wenn ich schnell genug gewesen wäre. Ich muss noch schneller werden. Ach so, na klar. Oder? Nee. Oh. Ah, klar. Ich bin ein wenig vergesslich. So. Jawohl. Und da kann man sehen, wie diese Tropfen entstehen. Aber die fallen da gar nicht raus, die spawnen da. Ja, komm, das ist langweilig. Wo will ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss vermutlich... die blauen Dinger hier benutzen. Nee. So, jetzt aber. Um, so, genau. Das ist die Frage, ob das schon reicht. Ja. Cool. Cool, cool, cool. Nur, dass ich hier nicht weiterkomme. Ja, ist ein bisschen kacke. Hallo. Boah. Ich Idiot hab eine Portalkanone und ich denk da nie dran. Es bedeutet, du verbrüllst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Fluren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die in Löchern ihre roter BHs brennen könnten. Die waren niemals das Soldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Oh. Was passiert? Ah, krass. Ja, der Würfel springt jetzt durch die Gegend. Nein. Scheiße. Nein, nein, bleib stehen.
Nein! Geht der automatisch ins Wasser rein? Natürlich nicht. Oh, Gott sei Dank. So, einmal sauber machen. Und dann hier drauf. Und das Orangene dazu benutzen, um hier hochspringen zu können. Und dann dazu benutzen, um den Würfel da wieder wegzubekommen. Alles klar. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du, Sachen packen. Durch die Tür, rein ins Auto. Gute Fahrt. So, ich mache eine Pause. Bis gleich, wenn der Ladebildschirm weg ist. Aber ich bin sofort wieder da. Gehe ich mal von aus. Mal sehen, was die Zeit bringt, ne? So, bis gleich. So, Leute, es geht weiter. Ich habe mich ein wenig erholt. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Ja, natürlich. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn das ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Ja. Wo geht's weiter? Die Tür ist zu. Wo steht hier? Aufzug, ja. Ich hab grad ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen soll. Exit. Ich will ja auch gar nicht in den Exit-Bereich, oder? Will ich das? Nee, nee. Ich nutze mal hier die Fläche und guck mal hier rum. Ah, seht ihr, da hinten geht's weiter. Ne? So sieht das doch gut aus. Okay. Eine versteckte Tür. Und hier sind wieder diese Pipelines, wo diese Gele transportiert werden. Und wie ich sehe, gibt es hier ein neues Gel, ein orangenes. Was war das nochmal? Das war dieses Beschleunigungsgel, glaube ich, oder? Aber warten wir einfach mal ab. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ja. Ich muss da hoch. Glaube ich zumindest. Genau, und jetzt muss ich das hier irgendwie nutzen, das runterspringen. Um was zu machen? Da oben rauszukommen, genau. Also. So. Jetzt falle ich da rein. Ja, ich bin clever und habe ein gutes Reaktionsvermögen. Also, für all die, die es nicht geschnallt haben, guckt euch die Wiederholung an. Ich erkläre hier gar nichts mehr. Muahaha, bin ich freundlich. Nee, also ich bin hier runtergesprungen und bin dann da oben raus, ne, wie ihr sehen könnt. Ganz toll. Was habe ich denn hier eingeschaltet? Irgendwelche Turbinen, cool. Okay. Hier ist so ein Fensterputzerlift, wie es aussieht, der ins Nichts führt. Oh. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In Bar.
Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Der hat echt eine freundliche Art, der Typ. Der ist wirklich, genau mein Fall. Also, ich will hier oben in das Büro rein wahrscheinlich, deswegen werde ich diese Plattform hier benutzen. Am besten so weit oben wie möglich. Um mich hier hochschleudern zu lassen. Ja, perfekt. Du tötest doch gern. Könntest du diesen Vogel für mich töten? Oh, danke. Überraschung. Oh. Warte. Hast du ein Multimeter? Schon gut. Die Waffe enthält sicher Magnesium. Ich glaube, ich habe jetzt ein halbes Volt mehr. Pass auf, ich versuche mal was. So, jetzt. Hey, wo sind wir? Wie lange war ich weg? Scheiße, ich muss da hoch. Die ist ein wenig unglücklich, die Frau. Die Gute. Ha. Wunderbar. Weiter geht's. Mit einer Kartoffel an meiner Seite. Die versucht mich umzubringen. Die versucht meine Freundin zu sein. Die versucht mich umzubringen. Die mir Kuchen verspricht. Und so weiter. Eigentlich sollte ich die Kartoffel einfach irgendwo ins Wasser werfen. Dann geht der halbe Volt auch verloren, den wir da gerade. Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir. Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur. Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Oh. Da scheinen Erinnerungen hochzukommen. Haha. Cool. Oh. Das nenne ich mal einen alten Elektromotor. Ich brauche einen Würfel oder ähnliches. Das bedeutet, ich gehe mal kurz da hoch und drücke auf die Knopf. Okay, da kommt nur begrenzt Farbe raus. Gut, das geht schon mal. Das ist dieses Beschleunigungsgel. Kann ich euch mal kurz vorführen. Wenn ich hier drauf gehe, oh, dann werde ich schneller. Das heißt, ich kann mich damit wegschießen lassen. Das Problem ist jetzt nur, dass die Rampe nicht steil genug ist. Ich brauche irgendwas zum Drauflegen. Da ich hier nichts habe, was ich da drauflegen kann, springe ich erstmal da hinten rein. Da werde ich bestimmt einen Würfel kriegen oder sowas. So. Ah, okay. Ich muss jetzt das blaue Portal hier lassen, das heißt das orangene Portal nutzen, um die Farbe hier reinzukriegen. Das heißt, orangene Portal hier unten hin, Knopf drücken, dann kommt da hinten Farbe raus. Ja, wunderbar. Dann gehe ich mal mit da rein. Und dann kann ich nämlich auch hier rüber springen. Und dann, ja, wie komme ich denn da wieder zurück? Achso, ja klar. Ich nehme jetzt auf den Würfel mit, schieße das orange Portal wieder darüber.